Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin heute mal live auf meiner zweiten Baustelle hier am Fachwerkspeicher auf dem Hof meiner Schwiegereltern. Den haben wir ja in den letzten Videos, wer die eventuell gesehen hat, immer so nach und nach auch parallel noch fertig gemacht. Heute wird es zum größten Teil um die Restarbeiten hier an dem Speicher gehen, wie das Ganze sein Ende nimmt und vor allen Dingen, was ja vielleicht auch den einen oder anderen interessieren wird, wie das Ergebnis denn jetzt aussieht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam nähert sich dem Ende und es sieht schon mal richtig gut aus und ja, ich freue mich auf jeden Fall und da heute praktisch so ein kleines V-Log-Spezial mehr oder weniger. Letzte Woche hatten wir ja auch schon so ein Spezial mit dem Teleskoplader, heute ein kleines Spezial mit dem Fachwerkspeicher und nächste Woche geht es dann wieder normal weiter, ne? So, aber an der Stelle quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, es geht dem Ende zu. Also da, auf meiner Baustelle ist das ja meistens negativ behaftet, aber hier auf dieser Baustelle ist es tendenziell positiv, weil wir, wie gesagt, ja an einem schönen Ergebnis arbeiten. Wie man sieht, heute auch zu dritt. Schwiegervater kümmert sich so ein bisschen um den ganzen Kram hier finalisieren, also sprich da noch das Holz einölen, wo es noch gemacht werden muss. Den neuen Putz auf den Gefachen, der wird dann mit Kalkmilch auch wieder entsprechend weiß gekalkt oder gekelkt oder wie man das nennt. Und ja, halt das Ganze so ein bisschen schick machen. Ne? Also Kumpel Klaus und ich, wir kümmern uns dann parallel um die Gefache, da wo der Putz kaputt ist. Also hier ist ja auch dummerweise, das hatte ich ja schon mal gesagt, das ist hier auch mal gemacht worden, mit Zementputz das Ganze verputzt worden. Ursprünglich muss dieser Speicher nicht verputzt gewesen sein. Das erkennt man daran, dass die Steine alle recht plan sind mit dem Fachwerk und das hat man eigentlich nicht gemacht, wenn man jetzt geplant hat, das zu verputzen, ne? Weil das macht halt keinen Sinn. Und ja, die haben es halt irgendwann, wie so häufig in den Jahren, irgendwann. Das ist jetzt nicht dokumentiert hier bei diesem Haus, aber da wurde es eben dann auch mit Zementputz dann ausgebessert. So, der ist an vielen Stellen abgeplatzt, kaputt und so weiter. Und wir machen jetzt hier in dem praktisch letzten Arbeitsschritt, wenn man so möchte, für diese Hütte, sehen wir zu, dass wir alle Gefache bzw. den ganzen Putz, der kaputt ist, haben wir jetzt abgekloppt und haben das Ganze schick gemacht. Und der wird jetzt mit natürlich nicht Zementputz, Freunde, ist klar, ne? Wir machen das natürlich jetzt mit Kalkputz, wird das Ganze jetzt wieder aufgebaut sozusagen. Und ja, ordentlich gemacht, wenn man so möchte. Auch hier muss man dann eben gucken, das Ganze ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall, habe ich auch festgestellt. Ich habe mich an einigen Gefachen auch mal selber probiert. Das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, die Steine stehen halt zum Teil auch raus und so weiter. Und da ist es halt dann schwierig. Man hat dann auch unterschiedliche Putzstärken und ja, ist dann schon nicht so einfach. Da reißt der Putz ziemlich schnell und so. Also naja, da muss man schon wirklich ein bisschen mit üben, dass das nachher auch vernünftig aussieht. Musste ich also auch. Aber das war für mich auch ein ganz gutes Training, weil das werde ich ja später irgendwann mal an meinem Haus ja auch machen müssen. So, von daher. So, und wir mussten auch zusehen, dass wir jetzt hier langsam zu Gange kommen, weil der Gerüstbauer dringend das Gerüst braucht und auch irgendwie terminlich und so weiter abholen möchte. Und diese Arbeiten sind natürlich tipptopp noch vom Gerüst aus zu erledigen. Die Farbe, die ich mir noch bestellt habe, hier bei Kreidezeit, diese Standölfarbe für die Inschriften, die ist definitiv zu spät gekommen. Die ist nämlich angekommen, als das Gerüst gerade abgebaut wurde. Aber das ist gar nicht so schlimm. Das kann ich auch von meinem Rollgerüst aus machen. Zumindest ist das, was im ersten OG an der Giebelseite angeschrieben wurde. Und das, was ganz oben steht, am First oben, das kann ich vom Teleskoplader aus machen. Ja, das kriege ich also auch noch hin. Das werde ich jetzt die Tage mal machen. Das ist ja auch eher eine ruhige Arbeit, sage ich mal, wo man es denn, ja, wo man sich auch ein bisschen Zeit beinehmen muss. Ne? Was wichtig ist, ihr seht da das auch, wichtig, wenn man die Gefache da neu verputzt, schön wässern. Richtig nass, das muss richtig nass sein. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, dieser Kalkputz, der reißt echt unglaublich schnell, vor allen Dingen, wenn der halt relativ dünn verarbeitet werden muss, wie hier, weil eben die Steine schon so weit rausgucken. Und da kaum Platz ist für den Putz. Und dann darf der auf gar keinen Fall, da dürfen dann die Steine da schon die ganze Feuchtigkeit aus dem Putz rausziehen. Sonst reißt er sofort. Und wir haben auch immer zugesehen, also mehrfach an dem Tag, das ist echt eine recht langwierige Arbeit. Also jetzt hier das Verputzen ist eine Sache, aber dann gehst du noch den ganzen Tag, jede halbe Stunde oder was, einmal in die Runde und prüfst die Gefache, ob sich irgendwo Risse bilden. Ne? Weil dann musst du halt immer sehen, dass es nochmal nachwässerst und so weiter. Ja, ist schon ziemlich fummelig. Also auch da wieder, wenn ich mir das dann vorstelle, wenn
wenn du das denn im großen Stil machst, heieiei. Da hast du also auf jeden Fall richtig was zu tun. Das ist nichts, was du mal eben so an so einem Nachmittag erledigst. Nochmal mit dem Gerüst. Da habe ich übrigens auch noch eine gute Idee, eine Inspiration von meinem Architekten bekommen. Der hat nämlich selber so ein Haus sich gekauft, ja. Und der hat mir erzählt, ein geiles Gerüst. Jetzt nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele laufende Meter oder womit man mal so ein Gerüst bemisst, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch ein Gerüst, um eben ein Haus ganz gut einrüsten zu können, für einen Schnapperpreis kaufen können. Da habe ich auch überlegt, wenn wir bei uns anfangen, auch mit dem Dachstuhl und so weiter, ob man da, also der Dachdecker meinte schon, man muss so oder so das Haus einrüsten, wenn man jetzt beim Dachstuhl beigeht. Ja? Und da kommen wir wieder auf den nächsten Posten zu sprechen. Ne? Dann hast du da das Gerüst stehen und das wird ja wahrscheinlich auch eine Zeit dauern. Das muss ich nochmal absprechen. Aber ob es da vielleicht auch Sinn macht, sich dann so ein Gerüst hier, so ein richtiges Standgerüst, ich weiß nicht, wie man diese großen Gerüste nennt, halt kein Rollgerüst, sondern halt so ein großes Ding hier, dass man sich so ein Teil irgendwo mal schnappermäßig besorgt und das dann da aufbaut und dann hinterher wieder verkauft. Ne? So wie man das, wie ich das ja bei vielen Dingen immer so mache. Dadurch spart man sich dann halt ja die Leihgebühren. Ne? Müsste man mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob jeder, vielleicht gibt es ja irgendwelche Adressen. Jetzt gut, eBay Kleinanzeigen, kannst du immer gucken. Aber irgendwie sowas, wo ihr aus Erfahrung habt, ja, ne, so ein Gerüst, ne, wo ich sowas herkriegen könnte. Weil das werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Durch unsere Verzögerung mit dem Bauantrag und so weiter, werden wir dieses Jahr garantiert nicht mehr beim Dach anfangen. Aber wenn es dann losgeht, ne, dann ist das, glaube ich, ganz nützlich, weil du kannst halt auch nicht alles aus der Gondel vom Teleskoplader aus machen. Ist ja auch irgendwie klar. Auch wenn wir schon mal dabei sind, bezüglich Bauamt, hatten auch einige immer mal wieder reingeschrieben, wie es da jetzt aktuell aussieht. Also aktueller Stand ist der, dass wir jetzt den Bauantrag vorbereiten. Das ist jetzt sozusagen das Nächste, was wir jetzt machen. Wir brauchen also keine weiteren Bauvoranfragen stellen. Die sind jetzt über unser Vorhaben sozusagen, sind die sich im Klaren, was wir jetzt machen wollen. Wir wissen die Grenze, also was ich ja schon letztes Mal erwähnte, mit diesem Meter anheben und so weiter, geht nicht und so. Wir wissen also jetzt, wo wir uns dran halten müssen. Und werden jetzt entsprechend den Bauantrag vorbereiten. Das ist natürlich jetzt dann wirklich mit All-Inclusive. Da musst du natürlich alles für haben. Also Architekt, Statiker etc. pp. Ne, da wird jetzt alles klar gemacht. Und wenn wir den einreichen, dann ist das bei unserem Bauamt, dann sagen die was um die 2 Monate. Das ist also Bearbeitungszeit. Ne, das ist also wirklich sozusagen Highspeed. Da habe ich auch von einigen schon gehört, die da also unter 6 Monaten oder sogar 12 Monaten nicht mal irgendwie eine Antwort drauf kriegt. Ne? Also da haben wir tatsächlich ein bisschen Glück hier auf dem Land, dass das halbwegs gut funktioniert, dass die dann noch so halbwegs organisiert sind. Bin ich auch sehr glücklich drüber, ne? Also über so 2 Monate. Und wenn es am Ende 3 Monate werden, da kann man also glücklich drüber sein. Und was wir jetzt allerdings noch sehen müssen, das ist, wir haben ja immer noch den Baustopp und da müssen wir jetzt sehen, und das habe ich denen jetzt erklärt, beziehungsweise wir haben miteinander gesprochen, alles gut. Und da habe ich denen das halt erklärt, dass wir eben den Fachwerk, die Fachwerksreparatur, ganz besonders die Giebelwand, wo wir ja nun gerade bei sind da mit dem Rähmen und alles, dass wir das aber ganz gerne jetzt weitermachen würden. Ne? Also dass der Baustopp praktisch aufgehoben würde für eben die in meinen Augen ja oder auch generell ja nicht genehmigungspflichtigen Arbeiten am Fachwerk. So. Und da müssen die jetzt noch entscheiden. Die Entscheidung steht noch aus. Ich schätze mal, na, vielleicht nächste Woche werde ich da was von hören, positiv oder negativ. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das geht in eine andere Abteilung, die das denn abstellen, beziehungsweise ja, die das dann aufheben dürfen oder wie auch immer. Vielleicht habe ich mit denen auch noch eine Rücksprache. Wird sich dann zeigen. Ne? Also die werden das dann entscheiden, ob ich jetzt weitermachen darf am Fachwerk oder nicht. Ob die das jetzt auch irgendwie als genehmigungspflichtig sehen, aus welchen Gründen auch immer. Da muss man schauen. Ne? Das wird sich jetzt zeigen in der nächsten Woche. Vielleicht haben wir es ja im nächsten Tagebuch, dass ich euch da ein Update zu geben kann. Werden wir mal sehen. So, da geht es dann mit weiter. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe den auch geschrieben in die Begründung, Leute, das ist jetzt die Zeit. Ne? Also jetzt haben wir Sommer, jetzt müssen wir an der Außenwand bei. Da brauche ich im Oktober, November nicht mehr mit anfangen. Dann ist der Zug abgefahren. Dann dauert das bis nächstes Jahr, bis du dabei anfängst. Ne? So, deshalb, da rennt uns so ein bisschen die Zeit natürlich weg. Das ist schon scheiße, das ist wohl so. Aber gut, lässt sich halt nicht ändern.
vielleicht läuft es ja und wir können wenigstens mit dem Fachwerk weitermachen, weil ich eigentlich diese Giebelwand jetzt so langsam auch mal fertig kriegen möchte, da mit dem Rähm und allem drum und dran. Jetzt habe ich die ganzen Geräte da, jetzt habe ich die Maschinen da, ich habe die Fachleute da und naja gut, der Vorteil ist ja auch für die Giebelwand, brauchen wir ja auch kein Bauholz. Ne? Das ganze Eichenholz für die Giebelwand haben wir ja auch da, ist also eigentlich alles klar. Wir brauchen nur noch die Genehmigung vom Bauamt, ne, oder die Zusage, dass wir da eben weitermachen dürfen, mehr nicht. So, ne, mit dem Dachstuhl bin ich sogar tatsächlich gar nicht so böse, weil das wird ja immer katastrophaler mit den Holzpreisen und mit den überhaupt erstmal an Holz dran zu kommen und so weiter. Von daher bin ich da gar nicht so böse, dass ich sage, komm, weißt du was, mach einen Haken hinter, dann dauert das, wird das halt dieses Jahr nichts mehr. Aber jetzt irgendwie 20.000 Euro mehr für den Dachstuhl ausgeben, nur weil das Holz zehnmal so teuer geworden ist, das kann ich halt auch nicht. Ne? Also es ist, ich erzähle da ja nicht immer so viel drüber hier von wegen finanzielle Mittel, bla bla, weil ich euch hier auch keinen vorheulen will, aber wir dürfen uns alle nichts vormachen, dass das alles ein Schweinegeld kostet und schon ziemlich hart auf Kante genäht ist und da kannst du eben so eine Zusatzausgabe auch einfach nicht mehr stemmen. Vor allen Dingen, weil ich das auch nicht kompensieren kann. Hohe Materialpreise kannst du halt auch mit Eigenleistung nicht kompensieren. Das geht einfach nicht. Ne? So, die Arbeitsleistung kann ich kompensieren, aber eben nicht die Materialkosten. Wobei das natürlich auch so ein Spiel ist mit Spekulation, ob sich das tatsächlich wieder halbwegs einrenkt mit den Holzpreisen. Also ich hoffe es natürlich schon, dass das jetzt nur so ein Ausschlag ist und dass es sich zumindest so ein bisschen wieder auf Normalniveau zurückbegibt. Aber gut, wer weiß es, ne? Wird sich dann zeigen, das sind noch, ich sag mal so, das ist Problem Nummer 347 und wir sind erst bei Problem 22. Von daher mache ich mir da jetzt erstmal noch keine Gedanken drum und warte erstmal ab. Erstmal müssen wir sehen, dass wir an der Giebelwand, an dem Fachwerk weitermachen und um den Dachstuhl kümmern wir uns dann, wenn der Rest soweit fertig ist. Ne? Immer ein Problem nach dem anderen, ansonsten wird es auch bekloppt. Ja, apropos bekloppt, ich bin jetzt ja übrigens auch wieder aus dem Urlaub zurück, also jetzt hier zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier zusammenschneide und ja, habe mich so ein bisschen erholt von dem ganzen Stress hier, von dem Bau, von dem ganzen Hin und Her. Und werde jetzt erstmal sehen, dass ich in der nächsten Woche mal zwischendurch erstmal zusehe, dass ich meinen Teleskoplader ein bisschen sauber mache, ein bisschen fit mache. Da bin ich noch gar nicht zu gekommen, den habe ich praktisch in die Werkstatt gestellt und bin in Urlaub gefahren. Und ja, da freue ich mich jetzt auch erstmal drauf, ja, mit dem erstmal ein bisschen kuscheln, ein bisschen klar werden, wie das alles so funktioniert. Ich habe schon im Urlaub meine Anleitung hier studiert und bin schon ganz begeistert davon, was ich da erstmal noch so alles dran ausprobieren kann. Ne? So welche Ölsorten kommen da drauf und sonst irgendwas. Aber ich bin echt übelst am Gange hier mit den Mengen, so von wegen Hydrauliköl und so, weißt du, da sind aber eben 70 Liter drauf und so, ne? Also da muss man sich schon so ein bisschen überlegen, was da alles so drauf gehört. Übrigens, danke, ihr hattet auch einige sehr gute Tipps in das Video von der letzten Woche reingeschrieben. Bezüglich zum Beispiel Tanken und so weiter, da hatten einige geschrieben, ja, hier, wenn du den nicht so häufig brauchst, dann macht's eigentlich, ist das nicht gut, den voll zu tanken. Also da sind ja ein 140 Liter Tank drin und ich glaube auch, dass der bei mir ziemlich lange brauchen wird, um diese 140 Liter durchzurammen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie viel der wirklich braucht, aber nichtsdestotrotz wird das ziemlich lange dauern und auch jetzt hier mit Winterdiesel und so weiter und was einige da geschrieben hatten, diese Dieselpest, dass der also praktisch dann umkippt, ne, oder sich absetzt oder was, ich wüsste jetzt zwar nicht, ne, also eigentlich ist ja dann eigentlich ein Benzin, beziehungsweise der Diesel, der Kraftstofffilter ist ja eigentlich dafür da, dafür dann zu sorgen, dass das dann nichts verstopft oder so, aber na gut, ist natürlich trotzdem blöd. Ich werde mir jetzt so eine 20-Liter-Kanister besorgen. Geht ja genauso, ne? Heizt halt mit den 20-Liter-Kanistern zur Tankstelle und ja, wenn ich da 20 Liter, 40 Liter reinpumpe, dann habe ich ja auch erstmal genug zum Fahren. Also von daher, ne, das werde ich erstmal machen. Und einige hatten auch geschrieben mit einer Rückfahrkamera. Das ist auch ein recht cooles Upgrade, glaube ich, weil das stimmt, wenn du den Teleskoparm so leicht anhebst, dann siehst du nach rechts raus praktisch gar nichts mehr. Und du siehst auch den Außenspiegel nicht mehr. Das heißt, du bist wirklich blind nach rechts. Das ist natürlich recht schlecht, wenn du rückwärts fährst oder irgendwie rangierst und so. Das werde ich auch mal sehen, dass ich mir da irgendwie so eine günstige Rückfahrkamera, vielleicht kennt ihr ja eine, irgend so eine aus einer Baumaschine, die man sich so einbauen könnte, mal eben, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Da werde ich mal schauen, das werde ich glaube ich machen, so ein kleines Upgrade. Dann muss ich sehen, dass ich den Sitz repariere, den Innenraum mache ich ein bisschen schick und natürlich von außen auch hier und da, ne, die Klappe muss ich ja reparieren, die ist so ein bisschen hin und so. Ah, das kriege ich alles hin die nächsten Tage, Wochen, das mache ich mal so nebenbei. Dann wird es bei uns erstmal mehr an der Terrasse weitergehen, dass ich die wegreiße und so außen rum
so ein bisschen die Arbeiten erledige. Das darf ich ja alles noch machen. Wie gesagt, das kann ich mit meinen Maschinchen erstmal alles so ein bisschen laufen lassen. Und wie ihr seht, hier mit dem Haus sind wir fertig. Ich schreibe da schon fleißig irgendwelche E-Mails oder SMS am Handy. Beantworte wahrscheinlich wieder irgendwelche eurer Fragen. Und dann können wir das Ganze abschließen hier mit einem kleinen Drohnenflug um das Häuschen. Und man sieht schon, es ist doch wohl ein Träumchen hier mit dem See und dem kleinen Mini-Wäldchen, wenn man so möchte. Neues Dach drauf, das Fachwerk neu eingeölt, die Gefache wieder instand gesetzt, den Putz wieder instand gesetzt. Und ja, ich finde, das kann sich schon echt ganz gut sehen lassen. Das i-Tüpfelchen fehlt natürlich jetzt noch, nämlich die Inschriften. Das werde ich jetzt, wie gesagt, wenn ich es demnächst mache, dann hinterher kann ich euch dann natürlich auch noch mal ein paar Fotos von zeigen, gar kein Problem. Vielleicht so auch in der Art, so Vorher-Nachher-Vergleich und so weiter. Wobei das natürlich hauptsächlich jetzt das Dach ist, was hier wirklich komplett neu gekommen ist. Das Fachwerk war ja vorher auch nicht in einem schlechten Zustand. Das war ja nur eben, sage ich mal, so ein bisschen der Zahn der Zeit, der dran genagt hat. Mit ein bisschen Putz vorne Gefache, mit ein bisschen, dass das Holz eben mal wieder eingeölt werden musste und so weiter. Aber schlecht war es ja vorher auch nicht, ne? Also immer noch kein Vergleich zu unserer Hütte, wenn man so möchte. Und so kann man es erstmal stehen lassen. Und ich denke, das sieht ganz gut aus. Mir gefällt's. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so da von dem Ergebnis haltet. Aber so können wir es erstmal wieder stehen lassen und bis wir dabei müssen, das dauert erstmal wieder ein paar Jährchen. Ja, und es ist auch mal wieder Zeit, ein wenig Dankeschön zu sagen. Und zwar heute an den guten Per Hansen aus Dänemark. Internationales Publikum beim Fachwerker. Ich finde sowas ja immer klasse. Und der gute Per, der hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ja, er versteht zwar nicht so viel Deutsch, aber er benutzt meinen Kanal, um ein bisschen Deutsch zu lernen. Das kann ich mir mal gar nicht vorstellen bei meinem schnellen Kauderwelsch, was ich mir so zusammenreime, dass man da als Nicht-Muttersprachler noch irgendwas mitkriegt. Wenn ich immer sehe, wie viele Deutsche sich beschweren, dass sie nicht mitkommen bei dem, was ich erzähle. Also großen Respekt an der Stelle an Per, aber vor allen Dingen für die Sachen, die er mir geschickt hat. So, Per, thank you very much for you. So, this is a new Kniepix stripping tool, yes. So, a stripping tool, very useful for me as an electrician. And also you sent me this Kniepix side cutter, a little smaller one. And this is also really useful. Thank you very much for this one too. And of course, the third one are some nice new screwdrivers for my new toolbox. Very nice ones, I really like them. And I think they will do a good job here on my construction site here. Yeah, so thank you very much, Per. And yeah, I hope you will enjoy my channel also in the future. Ja, und wenn mich einer versteht da draußen, dann ist das auf jeden Fall David Schulze. Der hat nämlich in der Wunschliste genau hier drauf geklickt. Auf den Kobi Klemmbausteine-Set. Wie man sieht, so eine kleine Baustelle mit allem drum und dran. Gut, ist jetzt nicht so viel Poroton dabei, wie ich es vielleicht hier gewohnt bin, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, ist es immer noch so ein bisschen authentisch. Das war natürlich nicht jetzt so primär für mich gedacht, sondern eher für meinen Sohn, dass der auch mal so ein bisschen was zu bauen hat, mal wieder. So ein kleines Vater-Sohn-Projekt an einem verrichteten Sonntag haben wir zusammengebaut, hat auch eine Menge Spaß gemacht, war auch ganz schön viel. Also ich habe mir hier den Bagger mitgenommen, den durfte ich heute ausnahmsweise mal entführen, hier auf die Baustelle. Schon ein cooles Teil und habe mich auch echt gewundert, dass das gar nicht so klein ist alles. War schon ziemlich cool und Sohnemann später natürlich total gerne mit. Herzlichen Dank an der Stelle und ja, mal sehen, was wir da noch alles draus machen. Vielleicht kriege ich ja hier sogar eher noch ein Fachwerkhaus zusammen wie hier in echt. Ja Leute, was soll ich sagen, das ist doch wohl ein echtes Träumchen geworden, oder? Dass das Ding jetzt mittlerweile 160 Jahre alt ist, das sieht man da irgendwie nicht mehr so richtig. Klar, natürlich, mit einem neuen Dach und dem ganzen Kram, den wir da am Fachwerk gemacht haben, ist da natürlich auch sehr viel neu gekommen, ist ganz klar. Aber das sind ja auch Investitionen für die Zukunft, damit das Gebäude auch in noch vielen, vielen Jahren weiterhin bestehen bleibt. Es sind noch so ein paar Arbeiten wohl an den Schwellen mal zu machen. Das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht. Es ging jetzt ja hauptsächlich nur ums Erhalten und Reparieren von Sachen, damit es nicht schlimmer wird. Aber da muss man mal sehen, vielleicht ergibt sich ja in einigen Jahren oder Jahrzehnten die Möglichkeit, da so ein bisschen was dran zu machen und den tatsächlich auch wieder so ein bisschen zu nutzen. Das ist eben jetzt die Grundlage, damit ihn 10, 15 Jahren oder was auch immer noch ein Fachwerkspeicher da steht, über den man nachdenken kann, ihn zu nutzen. Deswegen waren diese Arbeiten auch notwendig. Ich finde, das sieht auch schon sehr gut aus. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind, man sieht es ja auch von hier, die Inschriften, um die ich mich noch kümmern muss. Die Farbe habe ich ja mittlerweile da, aber das ist natürlich auch eine ganz schöne
schöne Fisselarbeit, mit einem kleinen Pinsel da oben dabei zu gehen. Und naja, da werde ich, aber ich freue mich da trotzdem drauf, ist bestimmt ganz interessant. Und ich glaube auch, dass das Ganze dann auch sehr künstlerisch schon aussehen wird. Jetzt ist es ja noch sehr schlicht, aber mit den Inschriften, die auch so ein bisschen dann mit einer Umrandung und so, also die auch schon wirklich mal sehr schön gewesen sein müssen, bin ich mal sehr gespannt und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn ich mich da so ein bisschen verewigen kann, dass ich das praktisch jetzt wieder herstelle, finde ich voll geil. Und ja, freue ich mich drauf. Wir sehen es dann. Ich werde das irgendwann mal, wenn es soweit ist, nochmal als kleines Videoschnipsel dann mal hier an dieser Stelle mal zeigen, dass ihr auch dann seht, wie das finale Ergebnis dann von dem Ding aussieht. Oder ihr seht es dann bei Instagram oder was auch immer. Ne? So. So, das soll es dann von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen, auch wenn es hier hauptsächlich heute nur um den Fachwerkspeicher ging. Und ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es in die Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Like da. Ich freue mich da ja immer drüber, das wisst ihr ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche an gewohnter Stelle wieder. Ich danke euch und bis dann. Ciao, ciao.